Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von War on the Sea. Leute, wir haben in der letzten Folge des letzten Zykluses einige Entdeckungen gemacht. Wir haben den schon angeschlagenen Flugzeugträger wieder entdeckt, welcher sich ungefähr in diesem Bereich momentan aufhält. Wir haben eine neue Flugzeugträgergruppe entdeckt mit der legendären USS Enterprise. Wir haben hier einen weiteren Geleitzug entdeckt und hier oben den Geleitzug, den haben wir schon etwas länger auf dem Schirm. Hier ist richtig was los. Die Amerikaner haben richtig was aus dem Hafen rausgejagt. Und ja, ich habe mir jetzt einige Gedanken drum gemacht, wie wir hier am besten vorgehen, was unsere priorisierten Ziele sind und ja, wie wir die am besten angehen. Denn das Ganze ist alles nicht so einfach aufgrund dessen, dass wir zwar immer noch Flugzeugträger in Bereitschaft haben, wir haben eine Menge U-Boote und auch Überwasserkampfschiffe haben wir mittlerweile in einer ziemlich großen Anzahl und auch in einer ziemlich ja, bemerkenswerten Schlagkraft angesammelt. Dabei mache ich jetzt hier auf die Kongo, Miyoko, Nachi und auch auf die Sendai so ein bisschen aufmerksam. Aber wir müssen trotzdem Vorsicht walten lassen, denn die Amerikaner haben, was die Kampffähigkeit der Überwasserschiffe angeht, immer noch weit, weit die Nase vorn. Okay, wie gehen wir also vor? Zuerst einmal danke ich an dieser Stelle nochmal für die vielen, vielen Kommentare, die ihr geschrieben habt, welches dieser Flugzeug oder welchen dieser Flugzeugträger wir hier am besten weiter angehen. Es gab, ich würde sagen, ausgewogene Vorschläge. 50% waren dafür, den neuen Flugzeugträger anzugreifen, 50% dafür, den alten nochmal zu attackieren und zu versenken. Jetzt muss ich aber sagen, dass es doch etwas unausgewogen ist, denn die Hinweise, die ihr gegeben habt, beziehungsweise Ratschläge zugunsten des Angriffs der Enterprise, überwiegen doch bei weitem. Und ja, in vielerlei Hinsicht muss ich euch da zustimmen. Punkt 1, die Lexington ist angeschlagen, ist auf dem Weg zurück zum Hafen. Und ja, es wäre kein schweres Unterfangen, vermutlich sie zu versenken. Aber dieser Flugzeugträger fällt ohnehin für eine sehr, sehr lange Zeit aus. Das heißt, der wird uns ohnehin nicht mehr gefährlich werden. Die Enterprise hingegen ist jetzt auf dem Weg in ihr Einsatzgebiet, was vermutlich auch hier unten sein wird, und wird dann einsatzfähig sein. Daher tendiere ich tatsächlich auch dazu, die Enterprise eher anzugreifen. Das ist wirklich ein Totschlagargument. Der eine Flugzeugträger, auch wenn er nicht gesunken ist, fällt aus. Der andere ist aber im Einsatzgebiet und wir haben nicht mehr so viele Flugzeuge, die wir da auf die draufhetzen können. Darum werden wir uns mal um die Enterprise bemühen. Des anderen habt ihr vorgeschlagen, dass wir die U-Boote, welche wir hier jetzt haben, I-26 und I-27, einsetzen sollten, um den Flugzeugträgerverband anzugehen. Und ich denke, das ist keine schlechte Idee. So werden wir das ohne weiteres nicht schaffen, denn sie sind immer noch einige nautische Meilen voneinander entfernt. Aber was wir tun könnten, ist den Kurs der U-Boote anzupassen und wir schicken sie, ich sag mal, hier unten hin. Oder, ja, vielleicht erstmal hier unten hin. Ja, hier so. Und dann versuchen wir, den Flugzeugträgerverband hier im Auge zu behalten. Und selbst wenn der Flugzeugträger nicht untergehen sollte, haben wir immer noch die U-Boote, mit denen wir dann was bewirken können. Des Weiteren ziehen wir diese U-Boote ja dann von ihrem eigentlichen Ziel ab, New Hebrides zu erreichen. Aus diesem Grund habe ich mir ja, jetzt Gedanken drum gemacht, dass wir hier vielleicht noch mehr abziehen. Denn hier oben bekommen wir noch mehr Verstärkung. I-40 und 41 sind noch auf dem Weg und I-32 ist auch noch auf dem Weg. Aus diesem Grund würde ich sagen, werden wir I-25 und I-21 vereinen zu einer Gruppe und werden die dann jetzt nach New Hebrides schicken, um dort die Hafenein- und Ausfahrt zu überwachen. Und ja, ich denke, die werden sich dann einfach mal hier treffen. Die bekommen dann auch keinen Befehl, den Geleitzug anzugreifen. Dafür haben wir dann I-43, 29, 30 und 31. So, und die beiden, die schicken wir dann schon mal hier hin. Okay, so viel dazu. Dann würde ich sagen, dass wir die Ryu mit ihren immerhin noch 15 Kate-Bombern etwas näher an das ganze Geschehen hier ranschicken. Ich würde sagen, so in diesem Bereich. Hierhin so. Die hat ja auch Zerstörer bei sich. Das heißt, die kann sich gegen U-Boot-Angriffe wehren. Weil wir haben ja hier auch U-Boote im Gebiet, das wissen wir. Okay, ja. Und das wär's dann erstmal. Das heißt, wir werden uns jetzt bald um den Geleitzug hier kümmern.
Genau, wo wir jetzt beim Thema Prioritäten sind. Die Top-Priorität, die wir haben, die sollte bleiben, dass wir die Geleitzüge ausschalten. Denn wenn die bei Guadalcanal abladen, Truppen, Supplies, Treibstoff, was auch immer, dann haben wir schlechte Karten, Leute. Das heißt, dieser Geleitzug bleibt Priorität Nummer 1. Dieser Geleitzug ist momentan auf Priorität 3, weil er immer noch relativ weit entfernt ist. Sobald dieser Geleitzug bekämpft wurde, wird der aber auf Priorität 1 rutschen. Der Flugzeugträger bleibt Priorität 2. Denn, ja, das wäre einfach fahrlässig, wenn wir den gehen lassen würden. Und da wir hier momentan wirklich gute Chancen haben, werden wir das auch zuerst umsetzen. Priorität 1 hat noch etwas Zeit, aufgrund dessen, dass der ja noch auf unsere U-Boote zufährt. Noch brauchen wir hier nichts machen. Daher werden wir jetzt erstmal uns um den Flugzeugträger kümmern. Dann haben wir noch ein weiteres interessantes Ziel. Ich hoffe, das wird dann damit jetzt langsam mal umgesetzt, nämlich Myrna Bay nehmen. Und dafür haben wir hier 2500 Soldaten an Bord der mein Gott, Kamogawa Maru Transporter. Und wir haben hier noch 2000 Supplies mitgenommen. Das Ganze wird geschützt durch zwei Zerstörer, die Okikaze und die Minekaze. Okay. Das ist momentan, was hier so los ist. Ich habe am Anfang der Folge jetzt hier noch wieder einige Zeros losgeschickt, die wieder Aufklärung betreiben. Denn diesen Bereich hier, den sollten wir nicht außen vor lassen. Ganz im Gegenteil, auch hier sollten wir weiter ein Auge drauf werfen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir haben 21 Wehrbomber. Jetzt wissen wir aber nicht, wie der Geleitschutz hier aufgebaut ist, ne? 7:44 Uhr. Wir haben Zeit, um Flieger loszuschicken. Was ist denn das überhaupt für eine Distanz? Die Zero hat momentan sowieso keinen Auftrag. Da können wir mal gucken. Das sind 320 Kilometer. Ich glaube, die Werts, die schaffen auch schon einiges, bevor wir die jetzt starten und landen lassen und dabei wieder alles verzögern. Gucken wir jetzt einfach mal hier unten. So, die haben eine Reichweite von 1450 Kilometern. Also ist das voll drin. Wie viele Zeros haben wir noch an Bord? 6. Das ist natürlich eine Lachnummer. Wir haben noch 8. Sind die Zeros vom Guadalcanal schon wieder einsatzbereit? Obwohl, nee, das waren doch. Nee. Moment, lass uns das mal kurz prüfen. Die sind unterwegs. Oder sind die zerstört? Nee, das sind die vier hier. Die sind noch unterwegs. Die sind auf dem Rückweg. Das heißt, die können wir nicht zusätzlich nutzen. Wir haben hier noch eine Zero, die anderen sind auf Patrouillenflug. Und hier auf der Ryu haben wir gar keine mehr. Da haben wir 12 in der Luft, das war's dann aber auch. Ja, Leute, es dauert nicht mehr ganz so lange, dann werden wir die Flugzeugträger neu aufladen müssen. Das heißt, nach Shortland schicken, nach Rabaul schicken, meine ich. Und ich sehe gerade die Jake hier, warum fliegt die wieder zurück? Nee, die soll mal hier an dem Geleitzug bleiben. Und ich würde sagen, du fliegst auch natürlich noch mit. Ihr könnt eure Patrouille natürlich noch beenden. Wer weiß, was wir hier noch finden. Ja, hier unten hinzufliegen bringt nichts mehr, da der sowieso nur noch 263 Kilometer hat. Das lassen wir so. Machen wir jetzt hier nochmal eine neue. So, okay. So, und du? Ja, einer müsste hier am Konvoi bleiben. Miyoko. Was machst du? Du bleibst da. Okay. Dann haben wir die beiden Geleitzüge jetzt in Überwachung. Was machst du hier oben? Warum kann ich dich nicht anwählen? Lass mich dich anwählen. So, du hast noch 236. Kannst auch nicht mehr viel machen damit. Dann fliegst du einfach hier oben nochmal so eine Ecke. Okay. Okay. Ich würde sagen, ein ganz kleines bisschen gedulden wir uns schon noch, weil wir brauchen einfach ein paar Zeros und ich möchte hier den Schutz nicht aufgeben für die Shokaku. Das könnte ein ganz, ganz großer Fehler sein. Und mit den 6 Zeros hier können wir nichts machen. Das heißt, ich würde vielleicht warten, bis die wieder zurück auf Guadalcanal sind.
und die dann wieder losschicken zur Unterstützung. 4 mehr Zeros, dann haben wir 10. Ja, das wäre schon eine gute Sache. Okay, machen wir einfach mal weiter und schauen mal, was wir hier vielleicht noch entdecken. So, da sind sie dran. Und ich verstehe nicht, warum will der hier zurück immer? Soll's da bleiben? Was soll denn das? Du hast doch noch 190 Kilo für 190 Kilometer Treibstoff. So, was haben wir da? Da haben wir Jäger. Ja, die sind natürlich jetzt von New Hope Rides unterwegs, weil wir wissen, der Flugzeugträger kann keine mehr haben. Das ist also, ja, von New Hope Rides auskommt. Es kann gar nicht anders sein. Es sei denn, wir haben 24 Flugzeuge abgeschossen, Leute. Der kann doch nicht mehr als 24 haben, oder? Das war eine, nee, das war eine Lexington. Da. 24 Jäger. Die haben wir alle abgeschossen. Das andere sind alles Bomber. Na gut, probieren wir hier wegzukommen. So. Kurz laden. Und dann gehen wir direkt mal den Befehl zum Umdrehen. Geschwindigkeit erhöhen. Die Flughöhe kann von mir aus auch mal erhöht werden. Und da haben wir ihn auch schon wieder gefunden. Nördlich von uns ist der Flugzeugträger verbannt. Das ist eine Schande, ne? Es ist eine Schande, Leute. So, und hier lassen wir die Zeit schon mal runterlaufen. Das tut mir richtig weh, dass wir den nicht zerstört bekommen. Aber man kann es leider nicht ändern. So, der Jake kann jetzt entkommen. Und da sind auch die Jäger. Na dann, machen wir das jetzt lieber mal. 9 Jäger hatten sie in der Luft. Komische Anzahl. Was wir natürlich probieren könnten, Leute, ist, dass wir eine sehr kleine Gruppe losschicken, um den einfach nochmal anzugreifen. Eieiei. Ich weiß es nicht. Würden die überhaupt noch rechtzeitig ankommen? Das ist ja auch die Frage, die man sich stellen muss. Aber wahrscheinlich würden die Bomber dann sowieso von den Fliegern hier abgefangen werden und zerstört werden. Also das, eigentlich ist das... Nee. Das lassen wir jetzt bleiben, so ein Spielkram. Wir fliegen jetzt hier auch aus dem Gebiet heraus, sonst wird der Jake noch abgeschossen und lassen ihn zurück zum U-Boot fahren. Fliegen. Okay. Schließen wir einfach damit ab, Leute. So, ihr habt... Moment. Was haben wir denn da jetzt noch? 7 Schiffe. Das ist ja... Das ist ja nochmal was anderes. Okay, jetzt müssen wir tatsächlich mal hier ein bisschen rumspielen. Du bleibst jetzt mal da. Wisst ihr was? Den schicken wir schon mal nach Hause. Der soll aufgetankt werden. Damit wir hier schnell Ersatz bekommen. Du bleibst dort. Du hörst auch mal auf mit dem Spielkram. Fliegst zurück. Viel mehr kann hier jetzt gar nicht mehr unterwegs sein. Das ist ja schon massiv, was wir hier auffinden, hervorfinden. Du fliegst auch zurück zu Sendai. So, dann haben wir, muss ich mal kurz gucken, 3 Stück, die zurückfliegen. Ja, und du fliegst auch erstmal zurück. Okay. Du fliegst zu ihm, du fliegst zurück, du bleibst da. Okay, das passt soweit. Du willst schon wieder zurückfliegen? Nein, du bleibst dort. Verdammte Axt. So. Wir haben schon wieder einen Encounter. Jake? Ach so. Ja, natürlich, das hier. Bevor wir den Encounter angehen, möchte ich vielleicht... Ah, können wir nicht. Wissen wir, was da für Schiffe sind? 7 Stück. Versuche mich gerade zu erinnern. Haben wir das schon mal gesehen? Ich glaube ja. Das waren wieder 2 oder 4 Kreuzer und 2 Zerstörer. Ja, das ignorieren wir einfach mal und verlassen uns darauf. Okay. Du bleibst dann mal dort. Okay.
Gut. Machen wir weiter. Hier oben haben wir einen feindlichen Aufklärer. Oh, sogar mehrere. Passt auf, die gehen wir jetzt mal an. In den taktischen Modus. So. Und der Aufklärer sollte irgendwo hier von uns sein. So. Ah, nicht ganz. Hier irgendwo. Schauen wir mal, ob der uns entgegenkommt. Ja, da ist er. Und er greift auch wohl direkt an. Da haben wir ihn schon. Wunderbar. Aufklärer runtergeholt. Können wir das Gebiet auch direkt verlassen? Die Zero fliegt weiter gen Heimat. So, da hatten wir aber noch eine. Und zwar hier. Schamodus. So, und jetzt weiß ich aber nicht mehr genau, wo die war. War die. Lass mal kurz gucken. War doch auch hier irgendwo, oder? Den lassen wir einfach mal Kreise fliegen. Naja, bringt uns nicht weiter. War der ja auch hier irgendwo? In die Richtung? Mensch, das habe ich mir jetzt eben auf der Karte nicht so genau angeguckt. Ah, ich glaube, der hat sich verpieselt. Naja, den werden wir vielleicht nochmal wieder finden irgendwann. Dann ist der uns entkommen. Schade. Hier oben haben wir auch noch einen. Da kommen wir aber nicht mehr richtig ran. Was haben wir hier noch? Jake nochmal. Ah, und hier haben wir noch einen Aufklärer. Den sollten wir aber runterholen. Und das hier ist gemeint. Okay. Die fliegen uns hinterher. Da müssen wir nochmal gucken, dass wir da rauskommen. Na? Kann ich nicht starten? Okay, hat sich erledigt wohl. Aber hier, da können wir jetzt noch einen runterholen. Und der befindet sich im Nordosten von diesem Jäger. Da sind sogar einige Jäger hier. So, schauen wir mal. Irgendwo dort war der. Hier haben wir ja einige Jäger unterwegs und da haben wir ihn schon. Da hinten ist er. So, hol ihn dir, Tiger. Nicht funktioniert. So, dann dreh mal. Und holen dir. Na, der Bordschütze, der schießt schon auf uns. Ja, da haben wir ihn. Wunderbar. Der wird nichts mehr aufklären von uns. Ich glaube nämlich, dass die Amerikaner nicht wissen, wo unser Flugzeugträger ist, sonst hätten die schon längst angegriffen. Platsch.
Und das soll auch so bleiben, dass sie es nicht wissen. Und hier, das ist ja. Mit Auto können wir mal machen. Aber ist alles gut gegangen. Da war noch einer. Der ist aber wieder gelandet. So, jetzt müssen wir die immer einzeln wieder ransteuern, damit die schön bei ihren Zielen bleiben. Besonders ihn hier. Er nervt mich ein bisschen. Upsala. Nee, du sollst nichts. Okay. Wer bist du eigentlich? Du gehörst zu. Ach ja, Leute, wir haben ja welche losgeschickt von der Ruyu. Natürlich, die habe ich jetzt ja völlig aus den Augen verloren. Die können wir jetzt aber nicht mehr gebrauchen. Stehen die da jetzt schon länger oder was? Verdammt, das ist möglich. Die habe ich jetzt eine ganze Zeit nicht gesehen. Ha! Das ist natürlich blöd, wenn man sowas vergisst. Na Leute, dann fliegt mal wieder zurück, tankt auf. Euch werden wir nochmal brauchen. So kann es gehen. Hat man echt so viel im Blick, dann übersieht man halt auch mal was. Und wenn es dann auch sowas war. Okay, hier, der Jake ist jetzt. Der gehört abgezogen, weil er keinen Sprit mehr hat und du fliegst dann dorthin. So, und ihr beiden, könnt ihr euch schon zu einer Einheit verbinden? So. Aber wir haben hier noch einen Jake, der jetzt hier Probleme bekommt. Jetzt fliegen die uns sogar schon hinterher, die Saftsäcke. Verdammte Axt. Na gut. Ja, müssen wir erledigen. Die sind auf jeden Fall hinter uns. Das heißt, wir können. So, erstmal machen wir direkt das hier. Gerade. Maximalgeschwindigkeit und ein bisschen an Höhe gewinnen. So. Dann müssen wir einfach hoffen, dass die uns nicht finden. Aber das sieht gut aus. Noch 17 Sekunden. Ich glaube, wir sind schon aus dem Schneider. Ja, wir können schon verlassen. Sehr schön. Ich glaube, das wird noch ein, zweimal passieren. Und hier unser Jake, der ist jetzt eine ganze Zeit schon hier und beobachtet den Flugzeugträger. Und die schicken aber nichts Neues. Das ist auch interessant. So, und jetzt müssen wir mal schauen. Haben wir jetzt hier noch irgendwo eine Jake? Nee, wir haben alle losgeschickt, nicht wahr? Ja. Das ist richtig blöde. Wie machen wir das denn jetzt? Das ist alles auf dem Heimtransit. Haben wir. Die sind auch beide unterwegs. Können wir hier eine einzelne Zero losschicken? Mache ich eigentlich nur ungern. Aber nützt ja nichts. Du fliegst hier hin. Du kannst dann auch die möglicherweise die Aufklärer abschießen. Was haben wir? Shokaku kann wieder was starten. Okay. So, hier, die werden jetzt alle abgezogen. Sehr unglücklich. Wir behalten dann erstmal nur den Flugzeugträger im Blick. Der ist am wichtigsten, definitiv. Die beiden, die werden wir immer noch mal wiederfinden. Wo gehört ihr hin? Du gehst zu Kongo. Du bist gleich wieder einsatzbereit. Das heißt, den schicken wir gleich mal los. Hier, das können wir löschen. Den schicken wir gleich mal los zu ihm hier. So, müssen wir uns merken. Kongo hat gleich wieder einen. Ja, unsere Aufklärer, die können natürlich jetzt keinen feindlichen Aufklärer abschießen. I-31 könnte wieder was starten. Das ist aber keins von hier. Du bist gleich schon da. So, ist gleich müssen wir die Meldung kriegen, Kongo. Oder können wir den schon loslassen? Nee,
Braucht ein paar Minuten tatsächlich. Jetzt, da ist es schon. Kongo starten. Und zwar hierhin. So. Hier haben wir einen Aufklärer. Zwei Aufklärer. Das ist vielleicht eine gute Sache für unsere Zero. So, wie sieht's hier oben aus? Die sind jetzt gleich schon wieder da. Hier oben, seid ihr schon wieder gelandet? Nein, das seid ihr. Du bist an ihm dran. Du fliegst gerade... Achso, das ist ja die Patrouillenfliege. Haben wir da irgendwas entdeckt? Bisher noch nicht. Nee, alles still noch. Okay. Weiter im Text. Ja, die scheinen zum Flugzeugträger zurückzufliegen. Wisst ihr was? Dann fangen wir die doch einfach mal ab. Und sorgen mal für ein bisschen Spaß hier. So. Und dann gucken wir einfach mal, ob wir die vorfinden. Wir machen mal ein Zeichen für den Flugzeugträger, falls der aus welchen Gründen auch immer verschwinden sollte. Und sein letzter Kurs war Südwest. So, machen wir hier das Zeichen. So. Okay, dann schauen wir uns mal an, ob wir was finden. Die müssten ja genau auf uns zufliegen. Was haben wir denn hier? Ach, das ist schon der Verband. Sehr nah dran an uns, alles klar. So, Freunde, wo seid ihr? Natürlich wieder sehr, sehr bewölkt und diesig hier. Ich weiß gar nicht genau, wie weit wir schauen können. Aber, nee, ich glaube, da ist Hopfen und Malz verloren. Müssen wir jetzt schon gesehen haben. Ah nein. Da haben wir einen der Bande. Aus der Bande. Sehr schön. Na, was machst denn du denn da? Warum fliegst du so komisch? Oh oh. Das war ja ein Satz mit X, Leute. Das war ja gar nichts. Leider können wir die Spielgeschwindigkeit im Gefecht nicht hochstellen. Immer nur für einen kurzen Moment. Aber jetzt sind wir direkt hinter ihm. Jetzt wird er ihn wohl kriegen. Leute, also der Pilot, der ist ja, der kann ja gar nichts. Was macht der denn? Und jetzt haben wir hier auch noch... Ja, okay, das habe ich mir jetzt fast gedacht. Jetzt haben wir hier auch noch einige Jäger. Dann machen wir hier direkt mal Leave. Also Leute, das ist ja... Also der Pilot, der könnte ja schon längst weg sein hier. Dann erhöhe mal ein bisschen deine Geschwindigkeit. Vielleicht kriegst du sie dann noch. Alles klar, den hat er runtergeholt. Dann fliegst du jetzt geradeaus und haust einfach nur ab. Nein, kein Angriff, kein Angriff. Einfach abhauen. Da hast du doch keine Chance gegen. Das sind viel zu viele. Immerhin 50% der Aufklärer runtergeholt und wir wissen, es ist definitiv Luftunterstützung.
in der Luft. Und Moment, war das jetzt noch ein Aufklärer oder? Wie viel haben wir denn hier? Können wir mal gucken? Es sind auf jeden Fall ein paar mehr. Das sind ziemlich viele Leute. Ja, ich glaube, es ist schon gut, dass wir auf die Zeros warten. Wir verlassen das Gebiet hier. Es ist schon gut, dass wir sieben? Nee, das waren deutlich mehr Leute. Wir haben ja dann schon hier 4, 5, 6, 7, 8. Ich zähle hier schon 8. 9 zähle ich. 10. 10 allein kann ich hier zählen, auf diesem Bildschirm. Na gut. Okay. Aufklärer ist runtergeholt. Das ist erstmal das, was zählt. Und du fliegst zurück und klärst den Trägerverband wieder auf. Okay, Leute. Das war's schon für diese Folge. Mein Gott, wie schnell die Zeit vergeht. Es ist momentan wirklich spannend, auch wenn wir nicht viele Gefechte austragen oder mehr oder weniger nur diese ganz kleinen Luftgefechte, um Aufklärer der Amerikaner runterzuholen. So ist es doch sehr intensiv, finde ich momentan, weil wir uns echt in der Vorbereitungsphase befinden, um hier diesen Träger anzugreifen. Und ja, oh, jetzt muss ich mal kurz gucken. Die Zeros, hier sind die schon gelandet? Ja, die sind gelandet. Die brauchen aber etwas Zeit, um aufgetankt zu werden. Die geben wir ihnen noch und dann lassen wir sie wieder starten. Ja. Okay, Leute. Gut. Ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und möglicherweise findet dann der Angriff schon statt. Okay. Bleibt gesund. Euer Sammy. Ciao.